Ja, hallo liebe Busbastler. Heute bin ich ein wenig happy, denn es ist etwas ganz, ganz Wichtiges gekommen, und zwar eigentlich das Herzstück der gesamten Elektroanlage. Ich habe lange gesucht und mir sehr viele Gedanken dazu gemacht, was ich denn da nehmen werde. Und zwar, es geht um meine Akkus. Ich habe mich dazu entschieden, Linetron 200 Amperestunden und davon zwei Stück. Ja, warum habe ich mich dazu entschieden? Zum einen, die bieten Garantie 5 Jahre. Ich glaube, da gibt es nur einen auf dem Markt, der das macht. Und zum anderen habe ich mir viele Berichte vom Hersteller angeguckt und eigentlich hat mich diese Batterie überzeugt. Heißt, von den Leistungen und allem, was so dazugehört, war ich begeistert oder bin ich begeistert. Bluetooth automatisch mit drin, natürlich BMS mit drin und all die wichtigen Sachen. Und ich glaube, dass ich dann mit 400 Amperestunden auch ganz weit komme und da auch schon mal ein, zwei Tage ohne Sonne auskomme und trotzdem arbeiten kann. Ja, warum so viel Amperestunden? Ich werde einen Wechselrichter einbauen mit 3000 Watt, weil ich möchte kein Gas im Auto haben und auch keinen Gaskocher dadurch. Und ich hole mir einen Induktionsherd, wahrscheinlich mit zwei Kochplatten. Und deswegen brauche ich natürlich auch ein bisschen mehr Strom an Bord. Und zudem baue ich mir ja auch einen Monitor mit in meinem Van ein. Und der braucht 220 Volt und dann mein Laptop ebenfalls. Also möchte ich nicht das Risiko eingehen, auf einmal da ohne Strom zu stehen. Zu den Batterien selber, wo ich die einbauen werde. Das sind nämlich zwei richtig große und auch ein bisschen schwer. Werde ich euch in einem gesonderten Video nochmal eine kleine Erklärung schicken oder ja gesagt zeigen. Und dann kommt hinzu, ich möchte jetzt einfach mal hier in dieses Bluetooth-Menü mit euch reingehen und werde euch einfach mal zeigen, wie die Batterien hier bei mir angekommen sind, damit ihr einen Eindruck habt. Und natürlich verlinke ich euch den Hersteller in der Beschreibung. Ist ein deutscher Hersteller, was mir übrigens auch sehr, sehr wichtig war, weil ich habe keine Lust, wenn eine Batterie oder was kaputt geht, das nach Asien schicken zu müssen und dann 6 Wochen zu warten, bis das Paket dort hinten ankommt. Und vor allen Dingen, so eine Batterie wird nicht günstig sein, die nach Asien zu schicken. Also war es mir da auch wichtig, einen Händler zu haben, der in Deutschland sitzt und ich einen Ansprechpartner habe, wo ich eventuell sogar, oder da kann ich rumfahren, weil es ist bei mir in der Nähe. Und sagen kann, guck mal hier, das Ding funktioniert nicht oder was auch immer. Sprich, es kann sich jemand drum kümmern. Wobei ich glaube nicht, dass so ein Akku ausfällt oder großartig kaputt geht. Habe ich bis jetzt auch noch keine großen Berichte drüber gesehen. Wenn ihr da andere Informationen habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten hoffe ich, konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und wie gesagt, das Video dazu, wo ich die einbaue und wie, gibt es dann im nächsten Video. So, jetzt gibt es natürlich noch das Video dazu, wo ich euch mal das Menü zeige, was über Bluetooth zu sehen ist und was nicht. Heißt also, ich werde mal einen Blick auf mein Handy machen und euch mitnehmen, was dort angezeigt wird. Also, er sucht jetzt einmal die Akkus. So, ihr seht hier, ich habe zwei Batterien und jetzt verbinden wir uns mal mit einem Akku. Und siehe da, er zeigt an 12,82 Volt, habe 10% Ladung drin. Wie ihr hier sehen könnt, die Kapazität ist sogar 211 Amperestunden, also noch ein bisschen mehr. Er zeigt mir die Temperatur vom Akku an, 8,3 Grad, was ich auch sehr schön finde. Wenn er jetzt geladen wird, würde er oben rechts anzeigen, wie viel Ampere gerade in die Batterie fließen. Und wir sehen auch, dass es eine neue Batterie ist, sprich, sie hat erst eine Ladung. Ja, also alle Informationen, die man braucht. Auf Geschichte könnte man jetzt noch gehen, aber da sieht man natürlich jetzt nichts, weil auch noch keine Aktivitäten mit dem Akku waren. Ja, hier muss ich mich selber einfach noch mal ein bisschen durcharbeiten, was man da so alles sehen kann und machen kann.
Die einzelnen Zellen sehen alle gut aus. Gucken Übersicht BMS, zeigt er mir nichts an. Ja, wie gesagt, da muss man sich einfach mal durcharbeiten, was dieses Gerät so alles kann, um dann später alles genauestens im Auge zu haben. Ich werde übrigens kein Display im Fahrzeug einbauen, wo ich die Sachen sehen kann, weil ich mag diese ganzen Displays nicht. Wenn ich was wissen will, dann schaue ich aufs Handy und dann sollte das auch ausreichend sein, um da genug zu sehen. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein vom Akku. Wie gesagt, Einbauposition und was noch wichtig ist, zeige ich euch dann in dem nächsten Video.